Wir sehen hier eine geflügelte Schlange, die den Thron von König Tutanchamun beschützt. Und wir werden noch sehen, dass diese Schlange in Wirklichkeit ein Drache ist. Drachen finden wir in alten Volksliedern in der Geschichte, wir finden sie in den Hieroglyphen der alten Ägypter. Einfach überall auf der Welt haben wir diese geflügelten Drachen. Und das ist ein eigenes Thema für sich. Doch eines wissen wir genau. In der Bibel sehen wir immer wieder, dass die Schlange mit dem Satan verbunden ist. Mit Luzifer, dem gefallenen Engel des Lichts. Von dem es in der Bibel heißt, dass er im Garten Eden als Schlange aufgetreten ist. Voller List und Verführung. Und erfüllt mit dem Hauch des Todes aus seinem Mund, wenn man so will. Immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Gottes Volk zu zerstören und zu verschlingen. Und so möchte ich euch zeigen, wie die Schlange, die in der Bibel immer wieder in Zusammenhang steht, mit dämonischer Aktivität oder Satan selbst, wie sie immer wieder im religiösen Wortschatz und auch in religiösen Gegenständen vorkommt. Hier ein Schlangensonnengott der Mayas, Quetzalcoatl, dargestellt, wie er aus dem Mund eines geflügelten Drachen kommt. Okay, also der Sonnengott der Mayas kommt aus dem Mund eines geflügelten Drachen. Hier sehen wir eine geflügelte Schlange, wie sie verstorbene Seelen in den Himmel trägt. Und wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, dass die verstorbenen Seelen auf dem Rücken dieser geflügelten Schlange sitzen. Und das Verständnis ist hier so, dass diese geflügelte Schlange Richtung Himmel fährt und die Menschen dorthin mitnimmt. Mein Vorschlag ist, dass es nicht der Himmel ist, wo sie hinfliegt und wo sie die Menschen hinbringt. Hier sehen wir eine weitere geflügelte Schlange, dieselbe Schlange, die wir über Jahrtausende aus dem Heidentum kennen, als Türklinke an der St. Maria-Kathedrale in San Francisco, Kalifornien. Nun lasst mich euch eine Frage stellen. Was um alles in der Welt hat eine Schlange und dazu noch eine geflügelte Schlange auf irgendeinem Gebäude oder irgendeinem Gegenstand zu suchen, wo es darum gehen sollte, Jesus Christus zu dienen, Yeshua HaMashiach, unserem Herrn und Erlöser? Hier ist ein geflügelter Drache auf dem großen päpstlichen Wappen im Vatikanmuseum. Warum ist da ein geflügelter Drache auf dem päpstlichen Wappen im Vatikanmuseum? Derselbe geflügelte Drache, den wir überall im Heidentum haben. Nun, aus dem geflügelten Drachen entwickelte sich mit der Zeit der sogenannte gekrümmte Augur oder auch Schlangenstab. Schaut mal genau hin auf den gekrümmten Augur, auf den Schlangenstab, den der König Tutanchamun in seiner Hand hält. Das tat man, um die Götter zu beschützen, oder anders ausgedrückt die antiken ägyptischen Pharaonen. Man glaubte, dass diese geflügelte Schlange oder dieser geflügelte Drache sie beschützen würde. Deshalb machten sie diesen Stab und sie begruben sie sogar mit diesem Stab in ihrer Hand, weil sie davon ausgingen, dass es ihnen im Leben nach dem Tod Macht verleihen würde. Ihr seht hier die griechische Gottheit Athena, abgebildet beim Halten des Schlangenstabs in ihrer Rechten, als Symbol der Kraft oder Autorität. Hier haben wir den König von Mesopotamien mit einem gekrümmten Wahrsagerstab, der ein Abbild für den Schlangenstab ist. Hier ein römisch-katholischer Schlangenstab für Bischöfe und andere hochrangige Vertreter der Kirche. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass diese geflügelte Schlange sich innerhalb dieses Griffes befindet, den nicht nur Bischöfe, sondern auch andere hochrangige Vertreter der römisch-katholischen Kirche tragen. Und nochmal meine Frage, warum haben wir hier die geflügelte Schlange, genau dieselbe geflügelte Schlange, die wir bereits 2.000, 3.000, 4.000 Jahre vorher bei der Sonnenanbetung finden, die wir aus der antiken ägyptischen Kultur kennen und von der wir wissen, dass es Satan persönlich ist. Hier eine weitere Darstellung eines römisch-katholischen Schlangenstabs, sowohl für Bischöfe als auch für andere hochrangige Vertreter der Kirche. Einmal mehr so ein Stab, der in Wirklichkeit den Kopf der Schlange darstellt. Und hier wieder ein Schlangenstab der römisch-katholischen Kirche, diesmal in Italien. Und hier könnt ihr wieder sehen, es ist ein Drache. Es ist ein Stab, der am Ende aussieht wie ein Schlangenkopf, wie ein Drachenkopf. Hier ein weiteres Bild aus einem Museum, ein katholischer Priester oder Bischof. Und wir können wieder genau sehen, der Schlangenstab ist in seiner rechten Hand. Hier haben wir eine der unglaublichsten Darstellungen überhaupt. Hier auf der rechten Seite des Bildes ein aufwendiger, gekrümmter Schlangenstab. Und wenn wir genau hinschauen, erkennen wir einen König. Und aus dem Kopf des Königs tritt der Schlangenkörper in kreisförmigen Bewegungen hervor. Und wenn wir den Kreisbewegungen folgen, gelangen wir zum eigentlichen Kopf der Schlange. Und aus ihrem Mund kommt das Feuer des Drachen und der Schlange. Und deshalb, ich weiß nicht, wie ihr das seht, meine Lieben, aber aus der Königskrone meines Königs kommt mit Sicherheit nicht die dämonische Schlange, die Adam und Eva im Garten verführte. Aber wir sehen ihn hier geradezu bei jedem katholischen Schlangenstab und ebenso auf den ägyptischen Stäben und noch weiter zurück auf der ganzen Linie.